Also grundsätzlich muss man sagen, im Jahr 2012 und den Jahren, die noch kommen werden, leben wir nicht mehr in einer Zeit, wo der Staat Menschen dazu zwingen kann und soll, Monate ihres Lebens einfach zu vergeuden. Und ich sehe das großteils als Vergeudung, die da passiert. Wie soll ein Cyberwar bekämpft werden mit 18-Jährigen, die im Gartschraum hupfen? Also es ist schlichtweg nicht mehr das Richtige. Und zu dem ewigen Thema des Zivildienstes und all dem, was da rundherum passiert, ich finde das großartig. Ein freiwilliges, bezahltes Sozialjahr, bei dem Menschen 1.300 Euro dafür kriegen, dafür, dass sie sich für eine gute und richtige Sache einsetzen. Ich bin mir fest überzeugt, in Deutschland funktioniert es, warum sollte es bei uns nicht auch funktionieren? Also all diese Reden mit der Zivildienst und das ganze Sozialsystem und alles fällt in sich zusammen, halte ich für einen ausgemachten Humbug. Zusammengefasst 5 gute Gründe für ein Profiheer und das soziale Jahr. Weil unser Heer, die Katastrophenhilfe und die Sozialdienste mehr Profis brauchen und nicht Systemerhalter. Weil auf Dauer nur das soziale Jahr unser Sozialsystem sichert. Weil uns durch den Geburtenrückgang die Wehrpflichtigen ausgehen. Weil 6 Monate nicht reichen, um junge Menschen auszubilden. Und weil Zwangsdienste im 21. Jahrhundert Geschichte sein sollten.